Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort wieder mit Makondo. Ja, hallo und mit Mulenia natürlich. Ja, aber was auch sonst? Was auch sonst? So, ich habe einen Kommentar gekriegt. Ja, was für ein Kommentar? Von dem lieben Erdnussfresser. Ja. Und zwar habe ich wohl hinten am Wagen was falsch gemacht. Du hast da was falsch gemacht? Ja, die Räder müssen nach hinten, die sollten eigentlich nach hinten. Und ich bin mir jetzt gerade ganz unsicher, ich glaube, ich habe die Räder nach vorne gepackt. Ach, tatsächlich? Ich dachte, die wären hinten gewesen. Ich muss da jetzt nochmal nachgucken. Also ich war eigentlich auch, ich wollte die nach hinten packen. Obwohl die Hinterseite tatsächlich das ist, wo du, wo ja der Wasserauslass ist. Genau. Und dann hast du die vorne. Ja, dann habe ich die vorne. Genau. Das sind also falsch, die gehören hier hin. Denn hier zieht ja der Dings, hier sollte eigentlich auch noch einen Haken hin. Ja. Und hier zieht dann ja der Traktor quasi das Ding weg. Ja. Ja, okay. Dankeschön fürs Bescheid geben. Dann werde ich das jetzt noch eben korrigieren. Ja, wer hatte denn den Vorschlag mit dem Zuckerrohr? Oh, ich weiß es nicht. Könnte auch der Erdnussfresser gewesen sein. Okay, also ich finde, ich hatte daran auch schon gedacht, Zuckerrohr hier an die Ecke zu machen, also an die Seite zu machen, zumindest teilweise. Ich hatte eigentlich gedacht gehabt, ich hätte das beim letzten Part angesprochen gehabt. Aber habe ich wahrscheinlich dann gar nicht. Jetzt noch? Ja, wahrscheinlich hast du es einfach vergessen. Ja, ich wollte es nämlich noch gesagt haben. Ich dachte, ja, das Einzige, was man da machen könnte, wäre Zuckerrohr, was so ein bisschen schilfähnlich dann tatsächlich auch ist. Mm. Aber naja, man kann nicht an alles denken. Craftet man denn den Haken? Brauche ich dafür Eisen? Ja, okay. Na gut, dann. Na dann. Muss ich nochmal wieder ins Lager? Muss ich sowieso? Ach, Wasser brauche ich ja noch. Stimmt, ja. Habe ich nicht hier noch irgendwo was, wo ich durchkomme? Ne, habe ich nicht. Dann machen wir uns hier einfach einen Durchgang. Da ist nämlich Wasser. Mhm. Und dann... Zuckerrohr geht ja nur direkt am Wasser, ne? Zuckerrohr geht nur direkt am Wasser. Muss genau nebendran, der Block muss Wasser sein. Mhm. Das heißt, viel Zuckerrohr kann man ja sowieso nicht hinmachen. Nee, leider nicht. Was ich auch schade finde, ist, dass man es eben nicht ins Wasser stellen kann. Ja, das wäre eigentlich noch ganz nett, wenn das umspült werden würde. Ja. So, jetzt da Wasser rein. Zack. Dann haben wir das. Habe ich noch Knochenmehl? Dann können wir hier noch ein bisschen die Bäume vielleicht dann doch mal wachsen lassen, ein bisschen nachhelfen. Zack, genau. Ja, so. Dann gehe ich mal runter in den Keller, da kann ich dann sowieso mal abernten. Kein Knochenmehl mehr. Nee. Alles alle. Ja, ich gehe jetzt auch in den Keller, aber ich hole mir jetzt Steinmauern. Da habe ich auch nicht genug bei, ne? 16, da könnte man ein bisschen was, aber auch nur ein bisschen was machen. Machen wir mal. Alles, was ich jetzt hier schaffe, ohne zurückzulaufen zu müssen, ist ja ganz gut, ne? Hm. Das ist es. Da brauche ich dann noch Halbstufen. Genau. Geht das so? Also ich weiß nicht, ob das reicht von den Stützen her hier für die Brücke. Von den was? Von den Stützen? Mhm. Wieso? Weiß nicht, ob das realistisch ist. Ach, ich komme nachher mal gucken. Ja, das wäre nicht schlecht. Also hier auf jeden Fall auch noch welche hin. Da. Und dann da noch. Und auf der anderen Seite dann eben auch noch. Gut. So, dann jetzt ab ins Lager, noch ein bisschen Kobbel holen. Den habe ich dabei. Was hast du dabei, Kobbel? Nee, Glowstone habe ich dabei. Okay. Kobbel brauche ich noch.
Birkenholz. Brauche ich noch. Mhm. Und ja, und dann können eigentlich die Kühe einziehen, denke ich. Ja, ist doch schon mal schön. Ist wieder ein Gehege fertig. Ja. Und dann geht's ans Hühnergehege. Ans was? Ans Hühnergehege. Ans Hühnergehege. Ja. Das ist so das Kleine, was dabei ist, ne? Ja, ja. Genau, genau. So, ich hier nochmal ein paar Setzlinge, ob ich den Eimer nicht eigentlich. Ein paar Setzlinge hier hinstellen. Okay, dann als allererstes Kobbel und dann Kobbel, was hatte ich noch gesagt? Ach, einen Haken wollte ich noch haben. Und irgendwelche Setzlinge, ne? Ne, Setzlinge habe ich genug, also Bäume sind genug, denke ich. Das sollte passen. Knochen, haben wir da ein paar? Oh. Wahrscheinlich nicht. Ja, ein paar, also wirklich nur ein paar. Ja. Die nehme ich nochmal mit. Und Birke brauche ich, Birkenholz, um mir Zaun zu machen. Okay, das sollte dann eigentlich reichen. Denke ich mal. Denkst du mal? Das kann da bleiben, das kann da bleiben. Erde kann auch hier bleiben. So. Und dann wieder Wasser, alles so. Ja. Oh, verdammt. Also ich denke, dass das alles war. Ich kann jetzt ja eigentlich auch schon die Kühe mitnehmen, ne? Wenn ich eh auf dem Weg dahinter bin. Ja. Da ist ja jetzt alles zu, bis auf ein bisschen Zaun, was da noch fehlt. Mhm. Der wird jetzt zugemacht. So. Ja, dann könntest du die Kühe ja auch gleich mitnehmen. Ja, eben. Dann ist das nämlich ein Weg. Hallo. Hallo. Wo ich denn die Leinen da? Hopp. Hopp, hopp, hopp. Mulenia, Lauf, Galopp. Über Stock und über Stein. So, Kühe, wo seid ihr? Da hinten ist eine Pilzkuh, die noch nicht. Da ist eine Kuh. Hallo, Kuh. Nina ist das. Wer? Nina. Nina oder Nina? Nina die Kuh. Nina die Kuh. Genau. Ist das da eine... Da ist doch auch eine Kuh. Hallo. Die hat noch keinen Namen. Die hat noch keinen Namen. Okay, liebe Leute, wir brauchen einen Kuhnamen. Yay. Ein Kuhname. Denkt euch einen Kuhnamen aus. Genau. Mulenia. Nee, nicht Mulenia. Kuhlenia. Ach, Manu. Kuhlenia. So, kommt mit, ihr zwei. Wir gehen jetzt in euer neues Zuhause. Da hängt ein Hasi in der Ecke fest. Da hängt ein Schwein in der Ecke fest. Naja. Hängt aber so einiges in der Ecke fest. Ja. Ja, da muss noch ein bisschen umgebaut werden. Das Schafgehege ist noch nicht so optimiert worden. Mhm. Und das kommt eben, weil es jetzt so mehr oder weniger so der Auffangbereich war. Little Pinky, würdest du bitte deinen Hintern hier wegbewegen? Deinen Pinky-Hintern. Little Pinky ist ganz schön groß geworden und, ja. Störend. Groß und störend. Ah! Weg! Hm. So, kommt, Mädels, los. Obwohl, vielleicht ist das eine ja ein Junge, ne? Ja, Little Pinky? Nein, ich meine, die eine Kuh, vielleicht wird das ja ein Junge. Ich weiß ja letztendlich nicht, für was für Namen sich entschieden werden. Ja, ach so, das meinst du. Mann, ihr seid echt störrische Kühe. Eine männliche Kuh. Ja, genau, eine männliche Kuh. Ja. Okay. Genau.
Mulenia. Mulenia, ja. Ich kann mit Kühen reden. Mhm. Kannst du das auch? Nein. Das ist auch ganz gut so. Kommt, kommt. Ich finde aber, die sehen beide nach Mädels aus. Wir können ja gleich mal gucken, ob die einen Euter haben. Ob da mehrere Zipfel hängen oder nur einer, ne? Ja. So, Mädels. Man kommt nicht zu zweit durch eine Tür. Das ist euch klar, oder? Okay. So. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Ihr wollt gleich wieder gehen? Das ist schlecht. So, los geht's. Jetzt ist die Frage, was wollte ich machen? Ich hab's vergessen. Wie immer habe ich's vergessen. Ich weiß auch nicht, was du machen wolltest. Das ist schlecht. Wenn das keiner weiß, wie soll ich das denn wissen? Ja. Nein, ich habe Koppel mitgebracht, weil ich was... Ach genau, die Mauern oben auf der Brücke wollte ich noch machen. Den Haken an den Wagen. Der Wagenhaken. Für den Traktor, ne? Also den, wie nennt sich das? Das ist eine Anhängerkupplung? Genau, genau. Ist mir entfallen, das Wort. Und du wolltest hier noch wegen der Brücke dann gucken, ob das so okay ist. Ich komme sofort. Überhaupt, ob das Kuhgehege so okay ist. Ich komme gleich mal schauen. Bitte einmal gucken. So, hier die Anhängerkupplung dran. Die müsste jetzt eigentlich da unten ran, ne? Ja, weil hier oben, das sieht blöd aus, weil der Traktor hebt die ja an und dann... Ich bin kaputter Trecker. Kaputter Trecker? Ja. Okay, dann noch den restlichen Zaun. Dass die Kühe uns hier nicht wegglitschen. Aufglitscht? Ja, das wäre ja schrecklich. Das wäre schon ganz schön doof. So, ich komme mal rüber. Ups. Das war dann üben. Ja, ich denke also, bis es die Brücke halt noch und dann ist das Kuhgehege weitestgehend fertig. Ist vielleicht ein bisschen wenig Licht drin, vielleicht sollte ich da an den Bäumen nochmal ran. Hm. Weiß nicht, wie das bei dir jetzt ist, aber bei mir ist das hier natürlich hell genug. Ja, hell genug ist das für mich auch, also vom Gucken her. Hallo, Nina, na? Ja, du bist schon eine Süße. Mm. Voll die riesen Alien-Augen. Voll süß. Oh, guck mal, jetzt ist die andere Kuh gefleckt geworden. Okay. Die ist gefleckt geworden? Ja, die hat vor Schreckflecken gekriegt. Naja. Schreckflecken. Oh, schrecklich. Ein neues Zuhause. Da kriege ich mir gleich mal Flecken. Schreckflecken. Ja, manche Leute kriegen doch immer Flecken im Gesicht oder so, wenn das dann... Du meinst so Dingens... So, Stresspusteln. Genau. Also ich würde, wenn du jetzt schon auf der anderen Seite das gemacht hast, würde ich hier auch noch Pfeiler hinmachen. Ja, ne? Ich hatte nur nicht genug dabei. Okay, aber sonst finde ich, ist das völlig ausreichend. Ja, findest also du mehr, das? Noch mehr würde ich nicht machen. Findest du das passend? Ja, ist das jetzt nicht irgendwie, dass du denkst, so, das ist irgendwie merkwürdig? Nö, das ist nee? Okay so, ja. Okay, dann mache ich das so. Dankeschön. Also hier hinten kannst du raus, hier ist eine Tür, ne? Und vorne ist eine. Hast du ja sicherlich schon gesehen. Ja, ne? Vorne bin ich ja reingekommen. Genau. Hier können ja sogar die Tiere nicht raus. Wieso nicht? Ist ja nur eine Einzeltür. Die Kühe können doch durch eine Einzeltür durch. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Ach, ja, stimmt, das waren nur Pferde nicht, ne? Genau. Nur Pferde nicht, genau. Alle anderen Tiere können da durch. Soll ich dich runterschubsen? Ja, mach mal. Ich weiß gar nicht, ob ich die schubsen kann. Wahrscheinlich nicht. Wo bist denn du hin? Na, weitergegangen. Es hat mir zu lange gedauert, darauf zu warten, dass du mich runterschubst. Na toll. Okay, okay. Also bist du hier mit zufrieden? Ja. Gut. Ich denke schon. Okay, so, dann das hier noch und... Alle... Ich muss ja sagen, ich finde das ein bisschen doof, ne?
dass man hier beim Zaun zum Beispiel, das ist nicht nur bei dem Gitter meine ich, sondern bei mehreren Sachen, dass du eben hast, je nachdem, in welche Richtung du das anbringst, dass die anders aussehen, die Sachen. Yeah. Ja. Von hier oben hat man eben diese angrenzenden Dinger drinne. Ich weiß gerade nicht, wie man das sagen soll, diese Querstreben. Ja. Yeah. Und bei denen hier sind die glatt. Also wenn du das hier oben mal anguckst, oben drauf. Ja, wenn du das anguckst in die Richtung, hast du nichts und hier hast du überall diese Poller drauf. Ne? Und das hast du, ob du nun quer was dran hast, wie hier, oder eben nicht. Ne? Das ist, finde ich, ein bisschen doof. Guck mal, wir haben jetzt an den Brücken immer so Dinger dran. Würdest du die hier auch dran machen oder eher weglassen? Ich würde die eher weglassen. Also wenn dann einseitig, wenn dann nur auf dieser Seite. Weil da nimmt das irgendwie so, das ist so Unfallgefahr, weißt du, dass man da so gegen. Ich würde die wegnehmen. Ich glaube, das sieht einfach nur doof aus. Da kommen noch ein paar Blumenpötte drauf und ich denke, dann ist das auch okay. Ja, ist auch in Ordnung. Dann mach das so. Hier müsste auch noch Licht hin. Es müsste überhaupt noch mal mehr Licht ins Resort. Da müssten wir noch mal schauen, wie wir eventuell hier mal die ein oder andere Laterne anbringen. Oder ob man eventuell hier dann einfach die Dinger mal austauscht und Glowstone hinmacht. Oder hier unten reinmacht, Glowstone. Mhm. Verstehst du? Ja. Also hier. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Du meinst unter dem Gitter. Genau. Dass man da eventuell immer in der Mitte eins ein Glowstone anbringt, weißt du? Oder vielleicht alle zwei Fächer nur ein Glowstone. Ich zeig dir das mal. Du meinst eher so passive Beleuchtung. So. Ja. Ja. Und dann vielleicht nur jeden zweiten. Ja. Mhm. Ich weiß nicht. Das könnte, denke ich, besser sein wie jetzt Lampen hinzustellen. Mhm. Oder aber man geht bei und macht hier die Beleuchtung rein. Das sieht aber scheiße aus. Ja, das sieht doof aus. Das sehe ich jetzt schon, dass das doof aussieht, ne? Ja. Das macht uns nicht glücklich. Toll, und dass das Ding da hinten hingeflogen ist, auch nicht. So. Also ich finde das hier schon okay, aber eventuell sollte man das Ganze eins tiefer setzen und ich probiere einfach mal rum. Mit runter, so. Das da hinsetzen und dann hier eine Falltür hin. Okay. Dann hat man es noch indirekter. Beleuchtet das denn dann noch genug? Es sollte beleuchten, klar. Wir können ja mal auf Nacht schalten. Ja, mach das mal. Ja, toll. Da, ganz toll. Ich nehme mal hier den raus. Ich glaube, dann sieht man das dort besser, ob das beleuchtet. Wo ist denn der jetzt hingeflipscht? Den brauche ich aber. Doch, aber guck mal, das beleuchtet doch ganz gut. Oder findest du nicht? Ja. Ja, doch, das beleuchtet. Das beleuchtet genauso gut, wie wenn du auf beiden Seiten hast. Ja, wie wenn du kein Glowstone drin hast. Mhm. Ja. Wie wenn du kein Glowstone drin hast. Wie wenn du den Glowstone oben drauf packst. Also du meinst sowas wie, wenn das Licht an ist, ist das genauso gut, wie wenn das Licht aus ist. Genau. Guck mal, wenn du jetzt dann Glowstone oben drauf packst, wird das hier nicht heller. Das ändert also nichts, wirklich. Ja. Das stimmt. Also findest du das mit Tür besser? Mit Falltür, ja. Ich finde das auch besser, es ist dezenter, ne? Mhm. Ja, gefällt mir auch besser. Ja, es ist ganz nett. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das so, dann brauchen wir nämlich nicht überall Lampen hinstellen. Mhm. Dann können wir so schön indirekte Beleuchtung machen. Okay, gut, dann machen wir das. Jetzt beenden wir aber erstmal den Part. Okay. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.